Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge. Ja, es geht mal wieder in Murphys Katakomben, wie die letzten Tage so häufig. Ich kann es echt nicht mehr sein. Ich möchte mal wieder Türme oder irgendwas Schönes oder Land der Wandeln sehen. Aber nein, es geht wieder ab. Vom Schwierigkeitsgrad her ist es noch recht einfach, heute in den Goldbereich zu kommen, auch wenn es extrem ist. Gerade die 956 Meter. Ich denke, die werden sich auch noch eine Weile nach oben verschieben. Aber bisher geht es heute eigentlich recht einfach noch. So, auch die Elemente, die hier genommen sind. Also, wenn uns unser kleiner grüner Freund hier nicht wieder irgendwie blockiert, dann sollte das eigentlich alles recht gut zu machen sein. Hier auch wieder. Ich werde nur ein paar Elemente halt eben ansprechen, weil bei Extreme ist natürlich alles schon mal vorgekommen. Und wir kennen die meisten Sachen. Hier müssen wir den Propeller leider einschalten, damit wir überhaupt drüber kommen. Auch hier wieder diese Sprünge hier, die werden wieder dreimal kommen. Ich kann es nicht mehr sehen. Hier der Ring. Da spinnt der Grüne manchmal ein bisschen. So, hier noch einmal drüber. Dann auch wieder die gleiche Rutsche. Hatten wir ja gerade eben schon einmal. Hier einmal wieder weiter. Es gibt ein Element, gerade dieses hier. Ja, da ist man manchmal natürlich versucht, so ein bisschen so, soll man den Schlitten vielleicht noch rübernehmen. Aber ein kleiner Sprung hilft da eindeutig besser. So, jetzt hier noch einmal drüber. Ja, ich kann jetzt nicht ans Handy gehen. So, hier gehen wir direkt nach oben. Hier auf den Ring weiter. Einmal anklatschen. Hier abspringen von der Wand. Gleiches Element nochmal. Wir lassen den entsprechend drüber ziehen. Die beiden Elemente hier schön nach oben. Springen weiter auf den nächsten hoch. So. Hier reagiert auch manchmal der Grüne nicht besonders schnell. Hier auf jeden Fall Controller nach rechts ziehen. Damit wir hier schön drüber kommen. Hier einmal weiter, so zack, wir bekommen schon die 900 Meter Pause. Und das hier ist jetzt die Goldgrenze. Hier springen wir durch die Teile durch, einmal weiter drüber. Der hier ist natürlich immer ein bisschen arg eklig. Und da dachte ich schon, hat es mich jetzt hier erwischt, aber es hat ganz gut eigentlich geklappt. So, hier noch einmal drüber. Und hier schaffe ich es außerordentlich nicht, den zur richtigen Zeit runterzuziehen. Also hier am besten doppelt draufklicken. Ja, das war die heutige Daily Extreme Challenge. War eigentlich recht gut, so wie es lief. 1179 Meter, das sollte auch halten bis morgen. Schauen wir mal rein. Es ist Rang 10 von 202. Das heißt, wir sind im Top 5%. Und auch in der Top 10 halt eben noch vertreten. Aber ich glaube, da werde ich bis nachher rausfliegen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge. Bis dann.